Hallo, willkommen zu einem neuen Ersatzbank-Quiz. Heute mit, worum geht's? Hallo, ja, heute geht's um Sprichwörter, um Zitate aus Videospielen. Zitate, yes. Keine Sprichwörter. Ja! Ja. Hey. 20 wunderbare Zitate vorbereitet. Mal sehr einleuchtende Zitate, die man direkt kennt. In so einem Beispiel kommt zumindest gleich was. Das erkenne ich, ja. Das hat man schon mal gehört, denke ich. Was? Ich kenne das. Ist das übersetzt worden oder ist das genau so? Es ist, so ist der deutsche Text. Also ich kann auch schon sagen, es sind alle auf Deutsch, bis auf ein einziges. Das habe ich extra so gelassen, weil das ein bisschen charmanter ist. Okay. Und ja. Ich kenne nur Willkommen zu Hause, Björn. Das war noch ein bisschen was anderes. Darf ich auflösen? Ich glaube, ich weiß es. Ob wir Fully jemals schlagen werden? Selbst hier werde ich Fully nicht das Wasser reichen. Wir müssen es hier eingeben jetzt, ne? Okay, kennt das jemand? Ja, kennt jemand das simple Beispiel außer Fully? Ja, Maeve müsste es kennen. Safe. Oder bin ich dumm? Ich weiß nicht. Ich habe Mafia eingegeben. Ja, Mafia, ne? Ja, keine. Ich muss noch dazu sagen, wir haben zwei verschiedene Punkte bekommen. Jo, war ein einfaches Beispiel für alle. Einmal kriegt ihr einen Punkt, wenn ihr das Spiel erratet. Und einmal kriegt ihr einen Punkt, wenn ihr die Person erratet, die dieses Zitat gesagt hat. Oh, mies. In diesem Fall wird es jetzt insgesamt. Ja, willkommen in der Familie, Junge. Sehr, sehr bekanntes Zitat. Es gibt auch ein Achievement, was so heißt. Okay. Ich habe das Spiel nur zweimal gespielt, als ob ich das wissen würde. Ich habe dazu eine Frage. Also jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, ja, wenn man einfach Resident Evil gesagt hätte, würde man immer noch einen Punkt bekommen oder würde das nicht sehen? Nein. Nur bei Resident Evil 7. Du hättest wenn man keinen Punkt bekommen, sondern nur für Jack Baker. Okay. Och. Oh, was? Ja. Der ist ein Pfennigfuchser, was das angeht. Ja. Yeah. Jetzt sind das auch noch so richtige Dashkill-Games bestimmt. Aber es kommen später auch Sachen, wo die Person jetzt nicht unbedingt, oder Lebewesen, nicht unbedingt Namen haben, wo ihr einfach das schaffen. Wir werden schon sehen. Genau, ihr werdet das schon schaffen. Kannst du dasselbe einfach nochmal mit SpongeBob-Folgen anstatt Videospielen machen? Nein, wir fangen jetzt aber an. Okay, ja, ich habe eine gute Neuigkeit für euch. Es gibt Kuchen und Trauerverarbeitung, die stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Ich denke, das ist relativ, ja. Ja, wir fallen das an. Warte, oh nein, Moment, ich muss noch schreiben, wer. Ich muss noch schreiben, wer, Entschuldigung. Genau, denkt dran, dass ihr schreibt, wer es ist und aus welchem Spiel es ist. Aber die Reihenfolge ist egal. Die Reihenfolge ist egal, aber ich sehe. Kommt das im Test dran? Sag mal, was hast du denn? Das Spiel kenne ich gar nicht. Aber ich sehe, wir fangen direkt perfekt an. Ich sehe vier richtige Antworten. Natürlich ist es GLaDOS aus Portal. Yay! Das ergibt Sinn. Immerhin keine Nullpunkte. Ich habe darauf gepokert, dass es nicht Portal 2 wird. Das wird dein Lauf, Maeve. Ja, ich hatte auch Angst, dass Portal 2 ist. Meint ihr, das ist die Wahrheit? Ja, vielleicht doch. Ja. Hab da mal so ein lustiges Internetbildchen darüber gesehen. Einmal. Der Kuchen ist eine Lüge. Ja, wir gehen weiter. Zitat Nummer 2. Ja. Ich hasse Gräber. Mogi hat ja schon wieder so gelacht, dass ich denke, er weiß es direkt. Aber ich weiß es nicht wirklich, aber ich denke. Mir fällt so ein bisschen jemand ein, der halt gut dazu passen würde. Deske, würdest du sagen, ich hab recht? Ja, sag doch mal, bevor aufgelöst wird, ob er recht hat. Die Antwort ist, Deske, findest du, ich hab jetzt schon recht? Weil dann ändere ich das noch. Hab ich recht, Deske? Ich weiß es nicht, ob ihr recht habt. Oh. Ich sehe, jetzt sehe ich vier Antworten. Ich sehe sogar zweimal dieselbe, aber ich sehe nur eine richtige. Es ist Lara Croft, dem Tomb Raider Reboot. Warum sollte sie das sagen? Sie sagt es relativ früh am Anfang des Spiels. Sie hasst Tombs. Ich habe ja nur den Anfang gespielt von dem Spiel und ich hatte irgendwie dauernd das Gefühl, sie hasst ihren Job wirklich. Als ob Fully das jetzt wieder hatte, oder was? Ist das ihre Origin-Story? Das ist in der Neuauflage, in den neuen. Bin ich damit Hockey verbunden? Hast du heute Zeit für ein Quiz? Soll ich wieder gehen? Ich gehe schon, okay. Ja, das war's mit Fully. Ich hab Geralt von Riva aus Witcher 3 geschrieben, er sagte immer, oh, ich hasse Portale. Und dachte ich, vielleicht hasst er auch. Man ist irgendwann in DLC mal mit so ein komischer Zombie, zusammengenähter Typ. Vielleicht sagt er an dem Punkt, ich hasse Gräber. Und ich dachte mir, das ist ein klassisches Geralt-Zitat.
Ich hab Boris aus Ocarina of Time genommen. Ich auch. Warum sollt ihr eigentlich Reva hassen? Er liebt sie. Ich wusste nicht mehr, ob er sie mag oder hasst. Ja. Er liebt seinen Job. Beruf. Okay. Der gute Dampay. Zitat Nummer 3. Habe ich schon mal gesagt, was die Definition von Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Oh, den kenne ich. Ja, den kennt man. Ja, das müsste man halt nur wissen. Ich habe mir das Spiel letztens... Ja, aber es ist so. Weil ich mir einen Launcher wieder runtergeladen habe, habe ich mir das Spiel letztens wieder runtergeladen, weil ich mir dachte, vielleicht werde ich diesmal für länger als eine Stunde spielen, aber... Und dann hast du festgestellt, dass das Spiel nach einer Stunde immer dasselbe ist? Ich habe es nicht gestartet, deswegen weiß ich nicht, wie der Typ heißt. Ich war kurz davor. Ich war mir gerade auch unsicher. Ich glaube, ich habe einen Buchstaben falsch. Ich bin mir unsicher. Ein Buchstabe falsch ist okay. Buchstabe falsch können wir mit leben, denke ich mal. Also wenn Johnny, wenn safe, es Johnny war, dann dürftest du auch mit oder ohne H schreiben. Nein, das eben nicht. Doch, das gibt keine Punkte. Rechtschreibung ist egal, oder? Johnny Deschke? Ohne H. Ja, da sind wir ja. Etwas rücksichtsvoller. Kannst du John mit H oder ohne H schreiben? Ich kann auch das H vor dem O machen. Okay, ihr habt alle was eingegeben. Ich sehe nur einmal den Namen richtig. Ich sehe viermal Far Cry 3, was richtig ist. Und es ist was aus Far Cry 3. Ach, nicht Albert Einstein, Johnny. Ich vergesse immer, wie der heißt. Er hat es von Albert Einstein, glaube ich. Ja. Yeah. Aber es ist leider nicht Einstein gewesen, der in diesem Spiel das gesagt hat. War Fully der eine, der es wusste? Reden wir nicht darüber. Lass uns direkt zum nächsten Zitat. Ich habe Far Cry 3 gespielt, okay. Ich auch. Ich habe trotzdem den Namen vergessen. Aber ich habe sogar den neuesten Teil gespielt. Ich habe von 4 gewusst. Aber bevor ich nichts schreibe, habe ich nur von 4 reingeschrieben. Ja, sicher. Ist ja sicher. Frag mich, ob Albert Einstein das überhaupt gesagt hat. Keine Ahnung. Okay, das einzige nicht deutsche Zitat heute ist Fully weiß es sofort, erat natürlich. Demonstrandum. Ich höre es doch. Ja. Ja, das Mann, wieso ist das denn schon wieder so ein Fully-Zitat? Würde ich so nicht sagen. Wie, du kennst auch? Kann man kennen? Ich habe keine Ahnung, aber okay, ich Gott sei rate Dank. Einfach mal. Es ist ein Fully-Johnny-Zitat, würde ich sagen. Ah, dann ich würde auch sagen, ja. Ich wüsste nicht mal an euch. Oh, nee, okay, danke, Johnny, du hast mir verraten. So viele Sachen verdammt! Sehr gut. Dankeschön, Mogi. Jetzt habe ich den Tipp nicht gehört. Was ist der denn nochmal? Scheiße. Nein, ach, wie heißt der denn? Ich hab den Namen, ich seh den Namen, ich fühle ihn vor mir. Nicht Hausmeister Krause. Das ist nicht Hausmeister Krause, Mabe. Das hab ich auch schon versucht. Ich keine Ahnung, wieso, so. Wieso hat der Mogi jetzt den Tipp gehört und ich nicht? Was soll denn die Scheiße? Ich weiß nicht, ob es ein guter Tipp war, aber ich keine Ahnung. Scheint mir sinnig gehört, zu Mabe. Sein. Der Tipp war, es ist ein Fully on Johnny Game. Nein, Zitat habe ich gesagt. Zitat, keine Ahnung. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann können wir auflösen. Es ist Professor Layton. Und nein, Fully, er sagt es nicht in mehreren Teilen. Er sagt es nur in der Schatulle der Pandora. Nein, oh mein Gott! Bullshit! Sagt es, oh mein Gott! Im Film sagt er es einmal, aber der Film sieht natürlich nicht. Zum Glück habe ich das doch hingeschrieben. Er sagt es in mehreren Teilen. Ich habe alle Teile in letzter Zeit gespielt und ich habe extra noch mal ins Wiki geguckt. Er sagt es wirklich nur in diesem einen Teil. Ich bin mir so sicher, dass das zählt oder das zählt. Du kriegst 2 Punkte, Johnny. Fully wird ein Statement in den Kommentaren schreiben. Er sagt mindestens die Maske der Wunder. Ich bin mir so sicher. Ich schau das nach. Maeve, keine Sorge, ich hab Phoenix Wright geschrieben, weil ich mir dachte, keine Ahnung, vielleicht ist das jemand. Ich hab in Text-2 geschrieben. Das ist das einzige Spiel, was die beiden zusammengespielt haben. Ich meine, Phoenix Wright hat mir das mal hergeholt. Ich dachte mir, sie haben ja, keine Ahnung, Late und so gespielt. Dachte ich mir, aber Phoenix Wright ist doch. So auch ein bisschen, geht doch ein bisschen in die Richtung, auch so eine klassische DS-Reihe. Wir haben auch mal Portal im Multiplayer gespielt. Das stimmt. Ja, Portal hatten wir schon. Das stimmt. Okay, kommen wir zu einem sehr bekannten Zitat. Ich nehme zweimal die Nummer 9, einmal Nummer 9 groß, einmal die Nummer 6 mit extra Dip, einmal Nummer 7, zweimal Nummer 45, einmal mit Käse und eine große Limo. Ich weiß nicht, wie er bürgerlich heißt, aber ich denke, das ist okay. Das ist ja, okay. Oder? Ich weiß es nicht, wie der heißt. Egal, Diät, was du schreibst, das wird okay sein. Kennt ihr Diät-Limo? Nee. Der gönnt sich richtig. Keine Ahnung, wie der heißt.
Und sagte nur Soda am Ende, nicht Diet Soda. Warte mal, das ist nicht dein richtiger Name. Ich weiß nicht mal, ob ich das Zitat richtig zugeordnet habe. Weil okay, du weißt nicht, ob du kannst das Zitat nicht zuordnen. Glaub nicht. Was? Nimm zwei Nummer 9s, eine Nummer 9 extra groß, eine Nummer 9-6 mit extra Dip. Also ich denke, ja, ich denke. Ach, helf dir doch nicht so. Warum, du, Fuli, er ist der zweite Platz, er ist hier auf den Fersen, was machst du da? Ich hab da auch hängen lassen, wir waren die letzten Plätze. Ich hab nichts mehr geändert, Mogi. Okay, ich sehe 3 komplett richtige Antworten und eine fast richtige Antwort. Johnny kriegt 1 Punkt, alle anderen kriegen 2. Es ist Big Smoke aus Smoke. GTA San Andreas. Wusste nicht mehr, wie er heißt. Natürlich wusste Fuli das auch, genau. Ja, den kennt man. Ja. Ja, ich weiß, aber, ja, man kennt's. Dass du den Namen wusstest. Der ist ein Punzkerl. Der ist ein Ich hab ihn Big D genannt. Big D? Ich wüsste nicht, wie er bürgerlich heißt. Ich kenne nur Big Smoke. Ich kenn's auch nur unter dem Namen. Nein, das ist halt so eine Bezeichnung. Ja, ein ganz klassischer, sehr alter Satz aus einem Videospiel. Nie ohne Kondom. Ja, jetzt halt die Frage, wie heißt der? Ja, ich kann euch sagen, der hat einen richtigen Namen und es gibt eine wilde deutsche Übersetzung von Mois. Von was? Von Mois, dem, der damals die ganzen Übersetzungen gemacht hat für Nintendo. So. Ja, also ich kann euch sagen, ihr kriegt alle 1 Punkt für Link's Awakening. Ja. Die Gegner heißen Buzz Blob und die Deutsch eingedeutscht, also er hat im Deutschen auch 2 Namen, Buzz Blob und Elektro-Gurkenmensch. laut Wiki. Aber da krieg ich für Elektro-Kondom keinen Punkt. Elektro-Kondom war der richtige Weg, aber es ist natürlich Elektro-Gurkenmensch. Der hat sich wirklich nur gedacht, der sieht aus wie ein Schwanz oder Titten oder sowas, oder? Und deswegen. Ja. Ich, ja, denke mal. Er hat ihn immer nicht Elektro-Pümmel genannt. Nee, das nicht. Mensch. Und er, natürlich, wenn man ihn einfach so angreift, ohne dass man seinen Staub auf ihn gemacht hat, kriegt man einen Elektroschlag. Genau, Stromschlag. Das. Aber ja, deswegen Buzz Blob, so heißt er wohl in den. Ich habe ihn Wilhelm Sprachen. Genannt. Der gute Wilhelm. Jawohl. Wo gehen die alle hin? Zum Bingo? Was? Wer hat das nur gesagt? Wer geht zum Bingo, hä? Ja, Moment. Alte Menschen gehen doch zum Bingo, oder? Vielleicht ich Tipps geben, aber so weit war ich schon. Wart ihr schon mal beim Bingo? Nein. Jetzt irgendjemand, der in den Kommentaren schreibt, oh, ich finde, ihr solltet mal Bingo in dem Video spielen. Ja, wir sollten mal Bingo spielen. Bingo! Ich find so ein schöner Bingo-Treff. Würde Fully auch gewinnen. Wahrscheinlich. Jemand hat das so getan, als ob er das Zitat nicht kennt. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Gleich wieder. Oh, ist ja ein Zufall. Ich habe genau das Richtige. Oh, lass den Mann in Ruhe googeln. Ja, aber ich google. Aber nee, habt ihr das schon mal. Hast du es fertig gegoogelt, Folli? Hat einer von euch das Zitat schon mal gehört? Nö, ich glaube nicht. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe einen Vibe, aber ich glaube, ich bin komplett daneben. Ich weiß nicht einmal, ob Deschke das Spiel kennt, was ich eingegeben habe. Ich kenne das Spiel, was du eingegeben hast. Ich wollte erst ein Zitat aus dem Spiel nehmen und habe das nicht gemacht. Spoiler. Ah, schade. Es ist Leon S. Kennedy aus Resident Evil 4. Und Moni hat es richtig als einziger. Nochmal Resident Evil. Nein, hat nur Spaß gemacht, dass ich nicht weiß, was es ist. Das kam so direkt aus der Kanone bei dir. Ich sah. Ich wusste aus irgendeinem Grund auch, dass es um Zombies geht. Ja, es geht nicht um Zombies. Das falsche Zombiespiel. Geht nicht um Zombies auch. Ich hatte Bioshock Infinite, weil ich dachte, die sind alle irgendwie losgelaufen zu diesem. Zu Bingo. Bingo. Ja, okay, es geht aber um Menschen, die so, also halt wie Zombies unterwegs sind irgendwie. Ich hatte Edna bricht aus. Ja. Ganz daneben. Last of Us sind dann ja auch keine Zombies. Ganz daneben. Aber das freut mich für die anderen, dass du ganz daneben lagst. Das ist okay. Das freut mich für mich. Das war eine gute, wichtig fürs Ego. Wichtig. Ja, das waren wichtige Punkte. Ja. Schlecht für mich. Bin ich bestimmt letzter. Wer weiß? Also ich weiß. Okay. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. War gleich sein Name? Oh, das kommt mir so bekannt vor. Ich will nichts hören von irgendwem. Auch nicht die Tastatur? Das schon. Wer hat
Johnny, der lässt die Taste, der lässt die Tasten klimpern. Ich kann nochmal den Filter wieder einschalten. Über die Tastatur geflogen. Wir haben vorhin Black Ops 2 aufgenommen, den Zombie-Modus, und wenn man das Spiel startet, ist die Sache, dass dann, das war sehr komisch, da wird das Mikrofon komplett übersteuert, und bei mir war es wohl noch sehr viel extremer übersteuert. Sie haben mich die ganze Zeit atmen gehört. Und als ich einmal kurz was gesagt habe, haben sie sich den Arsch abgelacht, weil sie noch nie jemanden so übersteuern gehört haben. Ich habe noch nie so was Lautes, so ein fein ausgesteuertes Mikrofon gehört. Oh. Und der hat bei Medientechnik studiert. Ich hab die Amöben husten hören beim Morgen. Ich habe mich zurückgelehnt und ganz leise geatmet, aber man hat trotzdem wie uns gehört. Man traut sich dann gar nicht. Oh, Moment, darf ich noch? Nein, das ist so viel Zeit. Wir haben noch nicht weitergedrückt, also er kann noch eingeben. Okay, ich habe noch. Er hat eingegeben. Okay, ich sehe drei richtige Antworten und Maves, es ist Professor Eich in Pokémon Rot-Blau. Ja, auch wenn das natürlich vorher Rot und Blattgrün ist. Professor, wir müssen nicht Samuel schreiben. Im Spiel wird er nur Professor Eich genannt, also... Ich wusste, bis du Samuel dann davor geschrieben hast, hätte auch John Eich heißen können. Also mir ist nämlich gerade erst eingefallen, ich habe seinen Vornamen nicht eingeschrieben. Das zählt ach so. Er wird im Spiel, soweit ich weiß, nie beim Vornamen genannt. Ich habe den Namen noch nie gehört, sag ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Wenn man den Text im Pokémon liest. Ich habe den Manga gelesen, okay. Da weiß was hat Maeve denn gesagt? Heißt. Ich habe Paper Mario 2 Professor Toadstool so gesagt. Den gibt's ja nicht mal. Ich weiß so. Ich dachte, der meint vielleicht Mario und Luigi, dass sie gegen sich übertrumpfen wollen. Das ist so. Rivalen, so kenne ich sie. Die Mario-Brüder. Aber die Idee mit dem Professor war da. Ah, oh, das ist nächstes ein wunderbares Zitat. Es ist... Ich mag es, dass es nicht ganz übertragen wird. Verzeih mir, ich war in Gedanken versunken. Mir kommst du, ich sehe es vor mir, woher ist das? Irgendwie kommt es mir auch bekannt vor. Ich glaube, ich weiß es sofort. Oder? Sag mal, habe ich es richtig? Ja, sag es. Nein, sag das nicht. Was soll das? Google doch kurz, Bulli. Okay, ich google. Google schnell. Okay, ich bin hast fertig. Fulli hat doch schon nichts gegoogelt. Ich habe schon lange gegoogelt. Ah, natürlich. Bulli ist immer eine Frage weiter. Fuck, aber wer? Oh. Oh. Bulli ist eine Frage weiter. Ja, ich habe schon die nächste Frage gestellt bekommen, aber die habe ich schon durch. Okay. Dann? Oh, ich bin falsch. Scheiße. Ja. Wir haben dreimal Dark Souls, einmal Witcher 3. Dark Souls ist an dem Punkt richtig und es ist Siegmeier von yes, Katharina. Als ob ich's richtig hab. Ich hab sogar an den gedacht. Ich weiß nur nicht, wie der heißt. Ja, er heißt Siegmeier. Alter. Jetzt ich hatte kurz die Hoffnung, dass Fully vielleicht Siegwort schreibt. Wenn ich Zwiebelritter geschrieben hätte, wäre das okay gewesen? Nee. Ich hätte den anderen Namen nicht gekannt aus Dark Souls 3. Siegwort. Das Siegwart. Ja, jetzt weiß ich's. Siegi. Siegi. Okay, wir machen die nächste Runde einfacher, okay? Ich glaube, ich mache keine Quizze mehr mit. Doch, wir machen die zehnte jetzt einfacher, okay? Fairweise muss man sagen, er ist in quite a pickle. Ja. Daran musste ich nämlich dann denken als nächstes. Ich wusste sofort, wie es weitergeht. Ich wusste, dass es irgendwo herkommt. Das kommt doch aus dem Spiel, das ich oft spiele. Ich wollte erst den Beisatz nicht dazu schreiben, sondern nur aus irgendeinem Grund. Das ist doch ein Spiel, was Moggy oft spielt. Dann habe ich einfach da ja, das nächste ist Sean! Wahrscheinlich habe ich es bei dir gesehen. Ich habe das Spiel mit da liegen, das wäre, wenn ich kurz rüber schaue. Ne? Joa. Nee, warte, Sean? Warte, wer sagt Sean? Komm, Sean. Ich würde das mal gesagt haben. Ich dachte an Jason! Nee. Aber der sagt Jason, nicht Sean. Ah. Doch, oder? Komm schon. Ich versuch's auch einfach mal. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Oh, warte. Ja. Ich warte. Sean, nee, der klingelt nichts. Okay.
Ich sehe dreimal, viermal das richtige Spiel, und aber nur einmal den richtigen Namen. Es ist Ethan Mars aus yes! Heavy Rain. Digga, Fully will sich verarschen. Er sagt auch Sean? Ja, er sagt Jason und Sean. Oh, ich hätte mich nur noch an Jason erinnert. Ich habe mich schon mal gewundert, ich habe mich auch mal gewundert, dass Jason für dich das Bekanntere ist, weil eigentlich ist Sean das Bekanntere. Ja, eigentlich schon. Ja, allein durch den berühmten Bug, dass man die ganze Cutscene durch Sean schreien kann. Ja. Und aber Jason sagte halt witziger. Jason! So ja. Irgendwie. Fucking hell. Aber als ob du wusstest, dass der Mars heißt. Ich habe mich sehr viel mit Heavy Rain auseinandergesetzt. Ich liebe es, die Spiele auseinander zu pflücken. Mhm. Pack da endlich dein scheiß Handy weg. Bulli hat sich für das Quiz vorbereitet, Leute. Ja. Hey, wir sind erst bei der Hälfte, okay? Noch kann alles. Ist alles sein, noch offen. Alles meine noch hat offen. Resident Evil 4 0 Punkte geholt. Komm schon. Ja, wir machen die nächste Frage wieder einfach, okay? Das nächste Zitat, das wissen alle. Okay. Früher war ich auch ein Abenteurer. Oh Mann. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Oh. Ich meine. Hm. Übertreib jetzt nicht, Fully. Fully, wenn du so viel schreibst, das kommt nicht mit. Zählt das nicht? Ich hoffe einfach mal, dass das stimmt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich auch nicht. Ja, ich denke, wir können das alles so stehen lassen bei allen. Der Einzige, dem ich nur einen Punkt gebe, ist Fully. Denn was? Alle anderen haben Wächter, Stadtwache oder Wachmann geschrieben. Oh, yes! Also, geschrieben an Random Dude. Ich habe vorher gesagt, wenn auch den Job oder so. Yes, jetzt geht. Wir an. Wusste, dass es eine Stadtwache ist. Ich wusste auch, dass es Stadtwache ist. Ja, dann hättest du mal schreiben sollen. Nur eine Wache einfach. Yes. Mhm. Ich war kurz unsicher, ob es nicht vielleicht der alte Pelagia war oder so. Nee, es ist nur Stadtwache. Einfach, ja. Simpel. Okay. Oh, ich mag das nächste Zitat. Der Vorsprung schmilzt. Verdammt, bist du hässlich. Entschuldigung, was? Sag mir das nochmal ins Gesicht, wenn du mich traust. Verdammt, bist du hässlich. Ich denke mal, das war ins Gesicht gesagt worden. Also deutlicher kann ich es nicht mehr sagen. Ja, mies. Der klingelt nichts. Nicht? Schade. Pulli, hast du was? Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob es mir bekannt vorkommt. Ich habe es erst nur das geschrieben, wo ich denke, würde passen. Aber ich habe nicht über. Ich kenne es, glaube ich, aber ich weiß nicht. Es kann so vieles sein. Man kennt das, ja. Bist du hässlich? Man hört das ab und zu mal in dem Spiel, wo das herkommt. Oh, öfter. Schön, dass du den nächsten Teil dazu erwähnt hast. Ja. Man hört das manchmal. Manchmal. In dem Spiel. In einem Spiel. Oh mein Gott, jetzt habe ich alles verraten. Verdammt. Bist du hässlich? Ja, jetzt bin ich sauer. Jetzt, wenn du es gleich sagst, weiß ich es bestimmt. Ach, komm schon. Mal schauen. Ja, ich geb das ab. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt das auch vor, aber das ist nicht damit gemeint. Nee, gemeint haben Maeve und Fully ist richtig. Es ist Geralt von Riva. Verdammt. Yeah. Er sagt es öfter mal im Kampf. Verdammt, bist du hässlich. Oh, ich dachte, er sagt es zu dem Moomin oder so. Nee, er sagt es öfter in Kämpfen. Und jetzt hat Morgi nicht an Geralt gedacht, weil er es schon aus dem Hören raus hatte, leider. Ich dachte, da kommen wir doch direkt drauf. Nee, ich hatte es generell nicht. Ja, aber du hattest ihn vorhin, deswegen. Vielleicht war es schon wieder aus dem Kopf dadurch weg. Nee, das war kein Zitat, das ich mir gemerkt hatte. Ne. Das passt gut. Schade. Okay, dann kommen wir zur Nummer 13. Einschalten abgeschlossen. Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels von Get Science Incorporated. Die Registrierung von Kundeninformationen wird vorbereitet. Kundendaten werden gescannt und klassifiziert. Ja, Fully weiß natürlich wieder. Ich auch. Vielleicht. Fuck. Wie war der Name nochmal genau? Wisst ihr das alle? Das Spiel? Das Spiel? Morgi, du weißt auch das Spiel? Ich glaube schon. Ja, alle schreiben sonst was. Hä?
Ja, ist für Maeve nicht leicht, denke ich. Ja, Charaktername bin ich halt sehr ratlos, aber ich versuch's einfach mal. Ich musste auch gerade so überlegen. Maeve, du kommst da drauf. Ich bin mir ganz sicher. Bestimmt. Also ich hoffe. Ich spiele aktuell Dragon Quest 8 und ich kann euch sagen, es ist nicht mit dir. Keine Ahnung. Aber das hat Maeve geholfen, jetzt schneidet er was. Das ist nicht Dragon Quest 8, Maeve. Aber Dragon Quest 11. Das weiß ich nicht. Okay. Achso, Maeve, ich hab dir jetzt schon einen Tipp gegeben. Ich hab dich nicht gehört wieder. Ich hab nicht zugehört gerade. Das ist nicht Dragon Quest 8, Maeve. Ja, das ist ein toller Tipp. Das ist bestimmt Dragon Quest 9. Also ich kann euch sagen, es ist auch nicht Luigi's Mansion, nicht Borderlands, aber es sind zweimal lese ich Dreckweg aus Super Mario Sunshine Flood oder Dreckweg 0817. Okay, ja, hätte ich auch. Ich hatte mir nämlich Sorgen gemacht, ist es 17? Was? Ist, ich auch! 17? Nein, ist 17, ist 17 richtig? 17 ist richtig, oder? Ja. Ja. Okay. Ich hatte auch die Zahl geschrieben. Ich dachte, es wäre irgendein fucking Verkaufsautomat aus Borderlands oder so. Aber nee, dann lag ich doch gar nicht mal so falsch, ehrlich gesagt. Ne? Aber Get du Science warst schon auf dem richtigen würde ich nie vergessen. Ja, das war für mich auch so, das kennt man ja auch voll durch dumm, aber dass es auf Deutsch so heißt, oder? Weil es ist ja ein Igit, heißt der ja. Nicht Iget. Ja, Get ist auf Deutsch. Warum ist es dann die Get Science Incorporated trotzdem? Ich habe einfach das Englische stehen lassen, weil ich dachte, das ist ein Eigenname und es ist Ende. Bestimmt, es ist bestimmt Igit irgendwas GmbH im Deutschen. Ich bin nicht aber so drin. Aber ist ja egal, ich habe durchs Get sofort gewusst, was es ist. Ist das jetzt stimmt, potenziell das ja falsch? Nee, den gibt's ja gar nicht auf Deutsch, den Text, ne? Das musstest du übersetzen, es gibt oder? Eine Übersetzung, also im Spiel. Aber was? Ja. Was Spiel sagen gestartet. Die dann auf Deutsch? Was soll das denn? Was ist das hier gerade? Was? Nein, schau doch bitte nach. Was? Es ist statt get quasi. Also ich hab einfach den englischen Namen. Das ist wusste, also nicht mal richtig. Also Moggi, ich bin um einen Punkt geprellt worden, Moggi, ich bin weil das falsch übersetzt ist. Dieser Punkt sollte nicht ausgespielt werden. Die sollte annulliert werden, die Frage. Hey! Sollte sie? Das ist doch nicht, wenn es falsch ist, was? Okay. Wir können es auch nicht gelten lassen. Ich streiche jetzt einfach die Punkte. Ich meine, wenn das Zitat falsch ist, das ist halt... Da war ich mal so schnell. Ist schon ein bisschen ungünstig. Ja, ich hab's auf 0 gesetzt jetzt. Okay. Jetzt hätte ich mal nichts gesagt. Okay. Hättest du mal nichts gesagt. Die nächste ist dafür ein absoluter Klassiker. Hey, schnell, die Lindenstraße fängt gleich an. Oh, fuck, was? Ah, scheiße. Ich kenne das. So. Wie heißt der Charakter? Ja, das ist die Frage der Fragen, ne? Was ist das Spiel überhaupt? Das weiß ich nicht. Die Lindenstraße fängt gleich an, Folie. Kannst du dich vielleicht besser mal ein bisschen beeilen? Ich weiß. Ich hab was vor dem Auge. Boah. Keine Ahnung. Gute alte Lindenstraße. Nee, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Ich auch nicht. Alles gleich, sehr viel Antworten. Es ist Secret of Mana. Ja, und es Junge. Ist ein Goblin. Einfach nur. Ach so, das waren. Ich dachte, das war die eine Frau, von der die Frau 12 geheiratet hat. Was soll das? Nee. Hä, das sind doch Kannibalen, die fressen doch die Menschen. Einfach, ey, die Linden. Ja, Secret of Mana hatte eine dumme Übersetzung. Es gab auch einen Typ mit der Sonnenbrille und der sagte. Was hat nochmal, wer er ist? Fuck, wie hieß der nochmal? Heino. Oh Mann. Oder ein Telefon, wo es dann um FC Bayern und St. Pauli geht. Die guten Mois-Übersetzungen, ey. Okay. Dann nächstes. Nix, ne? Ja. Pass auf, sonst wird man uns zensieren. Ich laufe hier schon völlig nackt herum. Was? Oh, was? Das ist ziemlich schwer. Ist es? Mhm. Es wirkt, als hättest du. Kennst du es? Nee. Kennst du es? Nee. Doch. Freunde. Es ist nicht Dragon Quest 8. Ich muss überlegen. Oh, ich finde das gemein, dass du den anderen so weiterhilfst. Ich habe das Gefühl, wir werden generell kein Dragon Quest 8 Zitat holen. Aber ich muss sagen, das Voice-Setting aus Dragon Quest 8 sehr stark.
Und das eine Pferd heißt Midir und das ist einfach nur magisch für mich. Das ist generell ein sehr magisches Spiel, wenn man diese Mondgegend reingeht und sowas. Ich dachte, ich finde Rainquest immer sehr langweilig, aber vielleicht ist das mit Teil 8, vielleicht wird das noch was. Ich bin zwischen mal 20 Stunden. Ja, ich habe nur 11 gespielt und ich fand's leider sehr langweilig. Ja, verstehe ich. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel, was ich da so witzig finde? Ja, ne? Wer weiß? Mir fällt auch keins ein, was diesen Humor fährt. Es ist nicht Rainquest 8, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach irgendeinen Guess abgegeben. Vor allem, ich verstehe den Zusammenhang zwischen den beiden Dingen gar nicht. Wenn er schon nackt ist, wieso muss er dann aufpassen, dass er gleich zensiert wird? Lösen wir auf? Ja, Johnny fehlt noch. Okay, ich muss irgendwas sagen. Mogi, weißt du es? Weiß ich nicht, es ist nicht Rainquest 8. Aber du bist ja relativ sicher, oder? Nee. Er ist sich relativ sicher, dass es nicht Dreamquest 8 ist. Aber er hat noch nicht mit allen NPCs gesprochen. Ich hab ne Idee. Ja. Das ergibt Sinn. Dein Handy hatte eine Idee, oder? Ne? Nein. Ich hab das Spiel auch gespielt. Dann lösen wir auf und Fully hat sich in den letzten paar Sekunden auch noch 2 Punkte geholt. Ach so. Yes! Raymond 3. Let's go! Oh mein Gott, und ich komme nicht drauf. Und ich habe sogar noch an Raymond gedacht und mir gedacht, Johnny hat gesagt, welches Spiel hält sich dafür so lustig? Ich dachte mir, er hat das jetzt, aber er kam nicht drauf. Ich hab das daher gedacht. Ja, aber krass, dass du am Ende noch drauf gekommen bist gerade. Oh ja, er sagt es wirklich, verdammt. Auf den letzten Drücker. Was hat denn Fully da vorgeschrieben gehabt? SpongeBob aus hier Schlacht und Bikini Bottom. Ich habe sogar an Raymond 3 gedacht und mir gedacht, nee, da kommt's nicht vor. So dumm. Ich dachte an Deadpool das Spiel oder an Leisure Suit Larry oder sowas. Mhm. Aber das war, glaube ich, auch ein bisschen zu weit weg. Ich lauf ja schon völlig nackt herum. Ja, das sind eher Spiele, die wir nicht kennen würden. Ich glaube, ich hab's im Kopf. Ja. Oh, da kommt Raymond 3 und ich komm nicht drauf. Ich hab's noch nie gespielt. Ich wollte unbedingt ein Raymond-Zitat. Ich hab's dieses Jahr erst. Ich kam sofort drauf. Ich hab bestimmt schon. Ich hab's aber auch dieses Jahr gespielt. Hatte, wo ich den Screenshot habe. Au. Ich hab's schon so oft gespielt und komplett vergessen, dass das vorkommt. Vielleicht kommt ihr auf das nächste. Ich bin's. Mario. Okay. Moment. Ach so, warte. Also ich denke, wir haben hier eine Falle vor uns, Freunde. Ich denke, es geht um Mario. Ich glaube... Ja, doch. Oh Gott, ich weiß es auch, aber... Ich weiß, glaube ich. Woher war das? Aber es ist... Natürlich. Ich liebe Raymond 3 so sehr, ich hab's 12-mal durch oder so und ich hab alle Zitate wahrscheinlich erkannt. Oh, warte mal! Nächstes Mal. Oh, warte mal. Der Fully. Ja, ja. Das ist immer seine Lügen. Ich glaube, wir müssen schnellere Runden machen, wenn der Fully muss immer warten, bis Fully das ausspuckt. Ja, ich bin jetzt unentschlossen, weil. Shit. Ist nicht Wähler oder was? Ich habe sogar vor kurzem gespielt. Das ist das Witzige. Und gewählt? Ja. Okay, ich sehe 4 Antworten. Das Gute ist, Fully kriegt diese Runde keine Punkte. Yes! Was? Es ist Assassin's Creed 2, ja. Mario Auditore. Nein! Shit! Der Einzige, der 2 Punkte bekommt, ist Maeve an dem Punkt. Ich habe Salvatore geschrieben. Auditore? Das war der einzige Dame, die ich doch kannte mit dem Spiel. Ich habe einfach nur Mario geschrieben. ich habe Mario Salvatore geschrieben. Wenn er Ezio abholt. Ach nein. Er holt Ezio in 2 am Anfang ab. Mit. Nee, in 3. Und danach kennt er ihn ja. 3 geht am Ende von 2 weiter und ich meine, da holt er dich auch ab und sagt das auch, aber vielleicht sagt das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt aber mal 64 geschrieben hätte, ist das falsch? Ja. Das wäre falsch. Ich wollte ja das. Er sagt's doch da. Nee, er sagt nicht, ich bin's Mario. Das ist das Easter Egg zu Mario 64. Aber er sagt's auf Deutsch in dem Spiel. Mario 64 sagt das nicht auf Deutsch. Ja, das stimmt. Aber ich hätte es trotzdem auf Deutsch übersetzt für Mario 64. Siehst du, deswegen frage ich, ob das nicht auch gezählt hat. Ja, das wäre Szenario ist verwirrend, ja. Okay, dann die Nummer 17. Das Schicksal ist nicht gut mit dir gemeint. Oh Gott. Das kenne ich.
Das kenne ich auch. Johnny hat eine Idee. Oh, warte, ich weiß es. Ja, ja. Ja, ich hab's. Das ist so witzig. Ah, natürlich. Mucki hat jetzt auch geguckt. Natürlich, ich hab's doch auch. Natürlich. Ich glaube, ich hab's. Ich hab nicht mal eine Idee, was es sein könnte. Natürlich. Ich hab's. Nein, ich glaube wirklich. Aber natürlich. Ich kann nicht mal was schreiben, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Boah, ich hoffe, ich habe den Charakter richtig benannt. Dann musst du was raten. Hoffe ich auch. Da muss ich auch überlegen. Ich hoffe, ich habe den richtigen Charakter überhaupt zugeordnet, der das sagt. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Okay. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich sehe drei richtige Antworten. Yeah. Es ist natürlich Majora's Mask, der Maskenhändler. Yes. Oh, alles richtig. Yeah. Yeah. Mir ist nur, ich kann den Spruch auch an sich nur auf Englisch. Und dann dachte ich auch. Ja, ich habe es auf Englisch übersetzt und dann kam mir das so. You've met with a terrible fate, haven't you? Nee, also das ist ja auch klassisch, wenn wir auf Englisch kennen. Aber ja, sehr gut. Das merke ich mir nicht bei so Spielen. Fate. Na, das ist sehr sicher, berühmt, man. Das ist Majora's Mask. Ich bin 100% sicher, dass du das nächste erraten kannst, okay? Gib mir Deckung, Vito. Was? Junge. Was? Junge. So ein Feuerball oder was? Nee, ohne Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Ich bin Deckung, Junge. So eine rote Fußball, Junge. Junge! Was? Ein Riesenfeuerball, Junge. Fuli, stehst du auch auf dem Schlauch? Ich hab keinen blassen Dunst. Ah, ein Glück. Das ist auch schwer einzugehen bei ChatGPT, ne? Ja, ChatGPT. Das spuckt doch was bei Google eingeben. Da kommt dann die Ärzte. Spuckt was mit die Ärzte aus oder so, ne? Ja, mit Sicherheit. Das stimmt. Ja, wo könnte das nachher sein? Junge, das ist Salz. Wenn das ist Junge, Salz. Ist. Die Bäckerei. Junge, die Bäckerei. Ich gehe zur Bäckerei. Was? Ich gehe nachher zur Bäckerei. Was? Junge, die Bäckerei. Okay. Ich sehe vier richtige Antworten. Ich lasse einfach mal die von Johnny zählen, weil es der vierte Teil so gesehen ist. Was? Richtige Antworten? Let's go. Es ist Kratos, God of War. God of War Ragnarök. Hätte ich auch gezählt. Er sagt sehr oft, Boy. Ja, das sehr oft. Ich hab's auch, in dem Fall habe ich es auch wieder übersetzt und ich dachte mir, natürlich. Ja, natürlich. Ich auch. Ich hab's so oft gehört. Vor allem, weil Dashke würde nicht dieses Wort so alleinstehend irgendwie aus dem Kontext reißen. Das muss jemand sein, der wirklich einfach nur öfter Junge sagt. Boy. Ja, und das war mir wichtig, dass das drin ist. Okay, und ich möchte keinen Druck machen, aber Morgi, du bist knapp hinter Fully. Ja, ich weiß, aber... Scheiße. Aber ich weiß nicht, ob jemand auf das nächste... Ich bin sehr gespannt, ob jemand auf das nächste kommt. Ist schon das die Nichts ist mehr Badass, als eine Frau mit Respekt zu behandeln. Nee, komme ich nicht drauf. Was? Moment. Es kommt mir ein bisschen bekannt. Es kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, oder? Ich bin gespannt. Dieses Badass halt, ne? Ja. Ich glaube, es ist wieder ein Spiel, das sich für sehr lustig hält. Vielleicht. Ich kenn's. Ich hab ne Idee. Aber jemand will ja Badass sein. Ich kenn's wirklich. Oh, bitte. Ich brauch die Sprachmelodie. Aber wie hieß der Charakter? Das weiß ich nicht. Welcher Charakter hat es überhaupt gesagt? Ja, Fully weiß natürlich wieder. Auch Fully hat's? Natürlich. Ja, bin ich raus. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Charakter das war. Ja, du weißt, woher es kommt. Sag mal, das Spiel von. Ich glaube, ja. Ja, mies.
Sag mal. Ich weiß ja nicht. Ich helfe den anderen nochmal. Für die Competition. Mann. Das ist so ein lahmer Spruch, der macht mich sauer. Ich meine, vielleicht kriege ich wenigstens Punkte, wenn das Spiel überhaupt richtig ist. Ich hoffe, es ist richtig. Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider erst, wenn alle eine Antwort abgegeben haben. Das gab ich recht. Ich habe keinen Plan. Das kommt mir so bekannt vor. Okay. Kein Plan. Ich sehe 4 Antworten. Alle Trommelwirbel, bitte. Nächste Folie. Es ist Mister Borderlands 2 und ich sehe zumindest zweimal Borderlands 2. Bulli! Und yeah! Finale! Und Bulli! Let's go! Ich wusste nicht mehr, wer das war. Ich dachte mir, das ist so ein dummer Spruch, dass bestimmt ja, Borderlands 2. Ja, das ist Borderlands 2, ne? Vor allem, weil die so Badass sagen in dem Spiel. Ja. Sagen die? Yeah. Oh Gott. Ja, vielleicht habe ich es mal in einem Trailer gesehen oder so. Oh Gott, ich kann eventuell noch gewinnen. Oh, jetzt wird's ernst. Letzte Frage. Das Problem ist, jetzt wird's ernst, ja. Letztes Zitat. Wie viel fehlt dir denn? Zweimal oder ein Punkt? Weiß ich nicht. Es fehlt, soll ich sagen? Ja, sag mal. Es fehlt ein Punkt. Oh, ich kann also. Wie steht's generell? Oh, generell steht's. Generell ist Maeve mit 16 Punkten hinten, dann kommt Shooter mit 18 Punkten, dann kommt Moggy mit 24 und Fully mit 25 aktuell. Also die letzte Frage. Sie wird schwer. Komm schon, Moggy. Wenn ich so gut aussehe wie du, könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Fully tippt, ich hab verloren. Fully weiß es schon direkt. Das kenne ich aber auch. Ja, kenn ich's. Es kommt mir auch bekannt vor, aber woher kommt mir das bekannt vor? Schreibst du ständig irgendwo einen Chat, wahrscheinlich, Mogi. Was? Wer weiß. Scheiße, wie hat denn... Maeve, magst du es nochmal wiederholen? Nee. Yeah, okay. Der Charakter, ja. Johnny, kennst du's? Nee. Scheiße, das heißt, ich hätte wirklich mit dir gleichziehen können, wenn ich ein bisschen was gewusst hätte. Ja, stimmt. Johnny kann dir einen Punkt abgeben, dann habt ihr beide 16. Ja. Wer ist denn so ein Drecksack? Wer sagt denn so hehehe? He. Ja. Genau so. Ich mochte das. Tatsächlich sitzen wir jetzt genau wegen dieses Zitates hier. Oh, das hat dir die Idee gegeben? Ja, ich fand das ganz interessant und dachte mir auch. Okay, das nehme ich. Wer redet denn da mit wem? Das denn sein? Also es redet eine Person mit einer anderen Person. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die eine ist hübsch, die andere ist vielleicht ein Dude und die verdienen Geld. Also die müssen wahrscheinlich irgendwas Degradierendes, also irgendwas machen, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat, um Geld zu verdienen. Klauen oder so. Es fehlt mir nur irgendwie die Muse, irgendeins dieser Games mir überhaupt zu überlegen. Peinlich wäre es, wenn ich jetzt voll überzeugt bin und dann komplett daneben liege. Das wäre ganz schön peinlich, ja. Das wäre echt peinlich. Muss ja überlegen, ob du das so stehen lassen möchtest. Moggy hat auch schon eine Antwort. Oh shit, Moggy, hast du's? Nein. Okay. Nein. Also, es ist nicht der Elektrogurkenmensch, so viel kann ich euch sagen. Ist auch nicht aus Dragon Quest 8. Maeve, es ist nicht aus Dragon Quest 8. Nicht. Ja, ich kann nicht mal irgendwas Dummes reinschreiben. Mir fällt dazu gar nichts ein. Ich habe was Dummes reingeschrieben und er sagt, ich darf es nicht reinschreiben. Ich habe Stefan aus Dragon Quest. Stefan. Der Gute. Stell dir vor, er heißt Stefan. Ja, Johnny, Maeve. Fehlt nur noch ich? Okay. Mir fällt nichts ein. Ich bin mir auch so sicher, dass ich generell es nicht richtig habe. Das wird's nicht. Oh, warte. Vielleicht so eine Scheiße. Keine Ahnung. Na, wobei, die übertreiben das nicht so.
Irgendeine Reihe, es muss doch irgendwas was geben, was... Ich wünschte... Ist ein Videospiel, was man kennt, auf jeden Fall. Ja. Ich wünschte, mir würde einfach überhaupt in die Richtung gerade was einfallen mit diesem Humor. Na Gott, ich lieg halt so falsch und das... Oh. Er hat schon gelacht, er weiß, dass ich falsch liege. Johnny, okay. Bist du zufrieden damit? Also zufrieden wahrscheinlich nicht. Oh. Da hab ich nochmal reingehauen in die Tasten. Ja, ist ja eh beides falsch. Ja, ich würde sagen, dann lösen wir auf, oder? Mhm. Yay, es ist Großhändler aus Ocarina of Time und Fully hat's natürlich richtig. Das hab hätte ich nur schon damit mal gerechnet. Ich dachte, weil du gesagt hast, letzte Zeit dachte ich mir, oh, es könnte jemand aus Paper Mario 2 sein. Dachte ich auch. Ich dachte auch, aber dachte ich mir, nee, der Spruch. Dann dachte ich mir, nee, doch, die haben ein paar. Ist schon cheesy teilweise Sprüche. Bei Paper Mario 2, aber so. Hm. Ich hatte den irgendwo so gelesen und ich dachte, das kam doch nicht in Ocarina of Time. Ja, doch, jetzt ich erinnere mich. Oh, ja, okay. Ja, mies. Ja. Mensch, endlich hat Fully wieder ein Quiz gewonnen. Ich gehe jetzt endlich so sehr. Mit 27 Punkten auf der 1, Morgan mit 24 auf der 2, auf der 3 mit 18 Punkten Johnny und auf der 4 mit 16 Punkten Maeve. Yay. Good job, Maeve. Ich bin unter dem Druck zusammengebrochen. Leider. Ich hätte es schaffen können. Das Einzige, was ich gerne hatte, ist, dass Morgan im Mittelfeld ein bisschen aufgestiegen ist und Johnny abgefallen ist. Ich war so kurz davor. Wenigstens ändern sich eure Platzierungen andauernd. Also das ist doch ganz schön, dass wir da einen stetigen Wechsel haben. Fully muss gestürzt werden. Das kann. Wir sind so kurz davor. Es war wirklich knapp. Wir sind so kurz davor. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Beim nächsten Mal schaffen wir es, dass Fully endlich gestürzt wird. Aber ja, Glückwunsch zu dem Sieg, denke ich. Danke. Ja, Glückwunsch, Fully. Glückwunsch. Und Johnny sagt nicht. Hab ich schon, oder? Der Junge hat gar keinen Bock. Keine Ahnung. Wieso war ich dran? Du musst ja was sagen, Mensch. Danke fürs Reinschauen. Aber danke fürs Quiz erstellen, Dashkim. Ja, okay. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Cool. Absolut. Ich liebe Zitate. Fucking Rayman 3, Mann. Ich hab die Globox-Stimme in meinem Kopf irgendwann gehört und dachte mir so, ja. Ja, es ist auch. Ich hab's jetzt auch vor mir, aber ich kam da gar nicht drauf. Ja, aus all den Zitaten fand ich das ganz cute von Globox auf jeden Fall. Ja, voll. Globox hatte generell in dem Hoodlum-Level ein paar sehr wilde Sprüche. Ja. Stimmt, wo er auch von seiner Polygonanzahl erzählt. Das ist super. Dass er die Krone der Schöpfung ist. Da läuft ihm nämlich endlich das Blut ins Gehirn und dann merkt man erst, wie schlau er ist. War das Zitat, das wir hatten, nicht auch von da? Ich glaube nicht. Da war er noch. Das sagt er, glaube ich, genau da, wo Jeschke das eingeblendet hat, wo sie das. Genau an der Stelle, wo ich es eingeblendet habe. Oh, okay. Ja, okay. Ich dass der Screenshot ist aus dem. Weil als du es eingeblendet hast, dachte ich so, ja, jetzt sehe ich es vor mir. Wortwörtlich. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Mission, einer von uns muss Fully stürzen. Eine Fully weiter noch. Beim nächsten Mal. Morgen und ich haben schon unser Bestes gegeben. Maeve? Nein, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Sonst hätte ich gewonnen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.